Ja gut, dann folge ich doch mal den Spuren. Okay. Okay. Also Also, du. Entschuldigung. Bitte? was, um was es sich für Spuren handelt? Keine Ahnung. Okay. Was sich für Spuren handelt. Ja. Ja, willst du es rausfinden, dann müssen wir auch einen Survival-Check geben. Ich meine, da. Ich kann ja mal gucken, ist ja quasi mein. Ich habe ja die Boni von dem Terrain, von daher. Ich könnte auch versuchen herauszufinden, was das für Spuren sind, aber ich würde euch dabei wahrscheinlich eher behindern, als zu helfen. Ja, obwohl das ist auch nicht so, das war. Na ja, gut. Also. Lee kommt macht dann die ganze Zeit irgendwas von wegen, ja, es könnte vielleicht eine große Ameise gewesen sein oder ein Marienkäfer oder. Ja. Kriegt mir Also, das irgendwas? du bist dann nicht ganz sicher, was es ist, aber es war definitiv ein Powerhofer. Hey, vielleicht eine Ivory Goat. Ist deine abhanden Ja. Hey, ich vermisse gerade eine große Ziege. Pferde sind auch groß. Ja. Aber ein Powerhofer. Das stimmt. Ich bin ein Powerhofer, aber ich bin nicht groß. Du bist definitiv nicht Lauschglied. Ja. Vielleicht hat irgendwer ein Tiefling vergrößert. Ein Lautspiel. Ja, jetzt ist die Frage, gehen wir nachsehen oder nicht? Und darauf läuft dann hinaus. Ja, also ich würde sagen schon. Ich meine. Okay, gehen wir nachsehen. Ja, Und folgen okay. wir auf den Ist ja Spuren und schon gucken wir mal, interessant, was von nach oben daher gehört. folgen wir den Spuren. Na, wenn ihr alle dafür seid, bin ich auch dagegen. Gut. Hä? Okay. Okay, also ihr folgt den Spuren für so 5-10 Minuten. Ihr kommt dann auf eine Lichtung, mit der Natural 20 braucht es auch gar nicht öfter würfeln, weil Aranis ist sich sicher, dass er weiß, wenn dieses Tier irgendwo mit dem falschen Fuß irgendwo auf eine Wurzel getrampelt wird oder sonst irgendwas, er wird das sehen, definitiv. Und ihr verfolgt die Spuren auf eine Lichtung im Wald. Und diese Fußspuren, die schlagen sich gegenüber von der Lichtung ins Unterholz. Und dann darf mir Aranis mal einen Perception-Check geben, weil der von voran führt. Auch mit Vorteil. Oder sind alle jetzt alle naturverbunden, sind glaube ich mit Ich Vorteil glaube, gewesen, oder? Perception-Check glaube ich nicht. Ja, Der ist warte mal. normal. Ja. Ja, gut, ist halt. Ich Macht muss ein. mir mal heute nochmal ins Ranger-Kapitel einlesen. Ja. Ja, es ist leise, aber du hörst von der anderen Seite der Lichtung, wo die Spuren weggehen, so ein leichtes Rascheln. Und wir versuchen uns um die Richtung rumzuschleichen. Also hier Ja, steht schon. wer Also. schleichen kann. Okay. Könnten wir machen. Eine Ablenkung ins organisieren, damit ihr es einfacher habt zu schleichen. Ah, ich sehe gerade hier, also auch wenn du eine andere Tätigkeit ausübst, während du auf Reisen, wie zum Beispiel Nahrungssuche, Navigation oder Verfolgung bist, bleibst du wachsam für Gefahren. Ich weiß nicht, ob das jetzt dafür dann gerade, also. Das ist, glaube ich, mehr über Landreisen. Ja. Also nee, das gilt für das besondere Terrain. Ja, wenn du in deinem besonderen Terrain auf Überlandreise Ach bist. so, ja, okay. Ja. Glaube ich. Also, ich habe eine bessere Idee. Ihr schleicht, ich mache die Ablenkung. Okay. Keine Ja, Ahnung. wäre auch eine Idee. Ich kann ja schon mal vorschleichen und gucken, was es ist. Okay, jeder, der schleichen will, bitte einen Stealth-Check. Ja. Ich darf mich sogar hier mit normaler Geschwindigkeit Gebt fortbewegen. ihr mir ein Signal, wenn ihr die Ablenkung braucht. Die hält ihren Kupferdraht für Message bereit, um in Richtung Alberich zu zaubern, falls relevant wird. Ich stelle mir das gerade schön vor, einfach Glies und so ein Kupferstab in der Hand. Also ein Kupferdraht. Erstaunlich gut gelaufen, die Würfel.
Okay, also ihr geht's alle so ein bisschen hinter im Unterholz in Deckung, hinter Bäumen. Ja. Ihr fühlt euch versteckt. Mhm. Gut, dann schauen wir doch mal, ob wir dem oder was da bei dem Rascheln so herkommen könnte. Okay. Also wirst du da hinschleichen? Ich würde mich genau in die Idee, dass wir uns einmal oben hinschleichen. Deswegen haben wir jetzt gewürfelt. Ja, ich will bloß wissen, in welche Richtung, außenrum, quer über die Lichtung. Nee, außenrum. Also das war außenrum. Natürlich nicht so wirklich. Dass wir nicht auf offener Fläche stehen. Genau. Okay, alles klar. Also ihr schleicht außenrum und Aranis, du hörst zu dem Rascheln hinzu nur so ab und zu so ein ganz leises. Das war wohl doch nur ein Reh. Ja. Elsch. Elsch. Vielleicht den Elch fest nicht bestanden. Scheint aus der Richtung zu kommen, wo es aus Rascheln herkommt. Ja. Mhm. Okay, dann gehe ich halt dann da mal hin und schau mal, ob ich da was sehen kann. Okay, also du gehst hin, du siehst dann, als du... Wie weit willst du rangehen? So nah, bis ich was erkennen kann. Okay. Die bleibt die ganze Zeit hinter Aranis. Ich halte Gebühren. Okay. Also du kannst nach einer Weile, kannst du dann so ein bisschen ein Geweih aus dem Unterholz rausstehen sehen. Mhm. Und siehst dann, weil du noch ein bisschen weiter gehst, so den Kopf eines Hirschen tatsächlich. Der liegt am Boden und immer mal wieder so leicht so. Und der schaut dich halt an und er hat nicht mehr anscheinend die Kraft, dass er vor dir wegläuft und lässt einfach mal meinen Kopf hinfallen und immer wieder. Ach, Anis, was sind deine Elfenaugen? Ein. Okay, dann näher mich ihm vorsichtig, versuchen mal ein bisschen zu beruhigen, was wahrscheinlich nicht so gut klappt. Wow. Also du, wie willst du den beruhigen? Indem ich langsam auf ihn zugehe, die Hände ausgestreckt und wie gesagt, langsam Bewegung mache. Mhm. Okay. Und und wenn ich ihn dann erreicht habe, halt so ein bisschen, keine Ahnung, dass ich ihm die Hand auflege, ein bisschen streichel, beruhigend zuflüstere und ihm sein dann mit dem Kurzschwert seinem Leiden ein Ende bereite. Also du streichelst an diesem Hirschen, also im Kopf, so ein bisschen entlang. Mhm. Und du kommst ins Unterholz und merkst, oh, da ist nass. Ich sag's bloß, bevor du das mit dem Kurzschwert machst. Ach so. Da ist nass. Ich schau. Moment, also wenn Lee sieht, wie Aranis nach dem Kurzschwert zieht, würde sie auch einmal Message zu ihm zaubern und sagen, ich kenne solche Geschichten. Wenn wir ihm helfen, gibt uns das nachher sicherlich irgendeinen Buhn von irgendeinem Naturgeist oder sowas. Zieh ihm den dann aus der Pfote. Gut, dann würde ich mal nachschauen, was der eigentlich für eine Verletzung hat. Ja, okay, du wirst ihn rausziehen dafür. Was wirst du machen? Bei diesem Unterholz. Kann ich das Unterholz vorsichtig beiseite machen erstmal? Du kannst es probieren. Mhm. Weil bevor ich den jetzt durchs Unterholz schleife und der, was weiß ich, sich dabei dann halt noch mehr aufkratzt, ist das vielleicht nicht so ganz. Kann ich durch das Unterholz durchkriechen und den Hirsch von näherem betrachten? Du kannst es probieren. Lieber Narapier, du kannst es probieren. Dann würde ich das mal probieren. Okay, alles klar. Dann kriech mal und dann gib mir mal bitte einen Dex-Check, wie gut du dich da durchbewegen kannst, ohne dass du hängen bleibst. Ja. Ich habe ja mal nass mein verschwitzt. Au. Okay. Also, Narapir kriecht an Aranis
auf allen Vieren vorbei, kämpft sie durchs Unterholz, merkt irgendwann, wird schwieriger, will sie losreißen. Wäre das nicht eher ein Akrobatik gewesen, anstatt denkst du aber. Und Narapir, du kommst dahin, wo du den Bauch des Hirschen vermutet hast und stößt mit deinem Kopf in einen Haufen voll Eingeweide und Blut. Also der Typ ist auf dem Bauch aufgeschlitzt oder was? Sehe ich das richtig? Weißt du nicht, du bist jetzt mit dem Kopf in Innereien und Blut, du siehst nichts. Ja gut, ich würde dann einmal meinen Kopf wieder rausziehen, einfach so. Du bist übrigens hier. Wer ist jetzt wieder? Nicht incapacitated, sondern restrained. Du kannst dich nicht bewegen. Wow. Du könntest rührendere Laute von dir geben, vielleicht findet dich hier jemand und befreit dich. Vielleicht so eine Gruppe Abenteurer. Also Aranis, du hörst aus dem Unterholz, wie Narapir anscheinend feststeckt. Wie ein Narapir vor sich hin rührt. Er blubbert. Unsichtbar vor, dass er mir mal sagen soll, was das ich passiert gerade. Ich cast das Cantrip, meine Illusion, wo ich ja Aranis noch gesehen habe. A point you must see, du siehst dann Diddly Squad. Nee. Na nee. Gut. Habt ihr unten was entdecken können? Nee, ich kann. Nee, muss ich nicht. Moment. Nee. Nicht? You create a sound or an image of an object within range. Da steht nicht, dass ich es sehen muss. Okay, dann. Okay. Und ich mache ein Sound, so ein leises Whispern. Hilfe, ich stecke fest. Ich stecke in Eingeweiden fest. Wahrscheinlich. Ich glaube mal unsichtbar vorher, dass da nachher dir helfen soll. So eine Neonbeleuchtung. Hell. Survivor Insight. Dann versuche ich mal mit dem Schwert vorsichtig das Gebüsch oder das Unterholz ein bisschen zu aufzumachen und gucke, ob ich dann erstmal den Narapier da wieder rausziehen kann. Also du machst denn das Unterholz weg. Mhm. Und du siehst, dass dieser Hirsch, die obere Hälfte von dem ist noch recht gut erhalten. So ab Vorderläufe abwärts ist der praktisch nicht mehr vorhanden. Mhm. Der ist nur noch Eingeweide und Blut da. Also alles, ja. Man würde sagen, alles unterhalb der Arme ist bei dem weg, wenn man jetzt menschliche Anatomie dazu nehmen würde. Aber lebt anscheinend noch. Ja. Ja, wie gesagt, würde ich gucken, dass wir halt Narapir da einigermaßen raus haben und wie und dann halt dem. Dann gibt man Strange-Sequenzen rausziehen wird. Ja. Der Halbling steckt fest. Der sitzt bombenfest, der Halbling. Ja, ich glaube, wir könnten. Ich glaube, wir... Ich schicke Nachricht an Albericht. Ablenkung brauchen wir zwar nicht mehr, aber eventuell Hilfe nach Abir zu befreien. Ja. Ja. Tentel. Der macht gerade den Luke. Er steckt fest? Okay. Pass auf, Jungs. Nach Abir, mach mal die Beine zusammen. Ich nehme das Seil aus meinem Explorer's Pack. Mach da wieder mal eine feste Schlaufe drum um seine Fußgelenke. Okay, dann geben wir mal einen Dex-Check oder Fingerfertigkeit, wie gut das funktioniert. Was? Ein Sleight of Hand, eine Fingerfertigkeit, wie gut das funktioniert. Sleight of Hand. Ich halte mich weiter noch im Unterholz versteckt, weil ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht. Du könntest mal gucken, ob das hier was Magisches ist. Okay, also du machst das Seil fest, du denkst, es ist fest. Naja. Jeder packt mal an und dann ziehen wir alle auf mein Kommando. So. Mhm. Seid ihr alle am Seil? Seid ihr ja. Da? Ja. Wunderbar. Zu gleich! Okay, dann Albrecht, dann gehen wir mal mit Advantage. Hm.
Ich gehe jetzt zu dem Hirsch und wie gesagt, okay, beende sein also, Leiden jetzt, weil die, das... Die rennen, also alle ziehen an. Nachher bitte, du spürst so einen leichten Zug, als ob dir jemand gerade so ein bisschen an den Füßen zieht. Aber irgendwie reißen die da hinten nichts. Wieso sind die Organe so schwer? Das sind ja nur ein paar Organe. Ja, aber du hängst nur im Untergestrüpp auch noch fest. Dann machen wir das nochmal. Okay. Ich sehe das Problem gerade nicht. Zugleich! Ja. Du hast wahrscheinlich Athletics, oder? Als Skill. Ja, ich habe Athletics. Weil ich Idiot hab vergessen, dass das ein Athletics-Check ist, aber sagen wir so mit. Ja, ich hätte auch vorhin den Dex eigentlich mit Acrobatics machen können, wahrscheinlich. Ja, aber der wäre besser gewesen. Das hätte an dem funktioniert gehabt. Nein, mit Acrobatics kommst du nicht durch. Du kommst nicht so ratschlagen durchs Unterholz. Ja, aber navigieren, den Ästen auszuweichen. Ihr zieht an. Und mit so einem leichten Plupp schießt dieser Halbling aus diesem Hirschen und dem Untergeholz raus. Der wird ein bisschen vor die Zweige und Dornen, der da drin sind, zerkratzt. Yeah. Ja, kriegt 6 Slashing Damage für die ganzen Dornen und die scharfen Blätter und weiß der Teufel, was da alles noch drin ist. Boah. Und vor euch sitzt ein blau-roter Schlumpf, der so ein Eingeweideschall um sich rum hat. Ja. So ein Eingeweideschall um sich rum hat. Ich wisch mir einmal so übers Gesicht. Prestidigitation, ich mach dich mal wieder sauer. Ansonsten hätte ich mir jetzt eine Dusche geholt. Also du bist jetzt, Klee fummelt da ein bisschen an dir rum und nach ein paar Augenblicken... Muss ich nicht fummeln, das hat Reichweite. Also. 10 Fuß Reichweite, ich muss neben ihm stehen, einmal schnipsen und tsch, alles weg. So ein Föhn, so. Ja, genau. Ich drehe mich zu Glee, danke. Ja. Also das Loch... Ich kann es schmutziger machen, wenn du möchtest. Nein, danke. Ich sag dann noch so ein Föhn, Hobbit. Ich glaube, der packt es nicht mehr lange. Also das Untergeholz, wo jetzt so ein schlumpfgroßes Loch drin ist, seht ihr auch, also dieser Hirsch wurde anscheinend von den Vorderhufen abwärts abgetrennt. Weggesnackt. Ja, also wie gesagt, ich würde den dann mal erlösen. Okay, dann geben wir mal Take Roll mit Advantage. Ja, okay. Stab. Jo. Du hast ihn erlöst. Und mir dann mal die Wunde, beziehungsweise Wunde ist es ja nicht mehr, den Rest unten anschauen. Sieht es, als wäre das halt einfach so weggebissen worden oder, also quasi mit einem Haps, sind sie im Mund? So schön klein und so schön rund? Oder ist der irgendwie von mehreren Viechern zerrissen worden? Ich bin jetzt gerade ein bisschen... unsicher, ob ich dir da Medicine oder Survival würfeln lasse. Überzeugen wir mal, was du würfeln willst. Begründe. Genau, begründe. Ich würde dann würde ich Survival nehmen. Weil? Weil ich halt anhand der Bissspuren schon mal erkennen könnte oder anhand der Verletzung erkennen könnte, von welchen Tieren das eventuell kommt. Und da ich ja, wie gesagt, wenn ich halt dann so die Standardviecher kenne, die da im Wald rumrennen, dass ich dann halt schon mal erkennen könnte, waren das jetzt Wölfe, die da rumgeknabbert haben, oder war das irgendwas Größeres, das da einmal reingesnackt hat? Okay. Dann geben wir mal einen Survival-Check. Lasse golden. Gut. Nicht mit Advantage, weil. Weil. Gut. Weilbaum. Weilbaum, genau. Okay, du untersuchst das Viecherl, was wirst du genau schauen, oder was genau untersuchst du? Genau, also ich würde halt die Wunde untersuchen, gucken, ob ich da halt irgendwelche, also anhand der Wunde rausfinden kann, was für ein Maul das gewesen ist, das da reingebissen hat, wie viele es waren, ob eventuell noch irgendwelche, ja vielleicht Krallen, Fellreste... irgendwas in der Nähe ist, in dem, ob vielleicht da noch irgendwelche Krallen feststecken, dass ich darüber herausfinden könnte, was es für Tiere waren. Also mit 24 bekommst du von mir folgende Information. Du findest da einen Zahn tatsächlich, auf den kommen wir später zurück.
Dieses Viecherl scheint mit großer Gewalt in zwei gerissen worden zu sein. Es war eine Kreatur, die größer als sie war. Mhm. Und du findest die Überreste der Unterseite nicht in der Nähe. Also es ist mitsamt Haut, Knochen komplett gefressen worden. Ja, okay. Und du findest an einer der Wundstellen eine etwas schimmernde Substanz, die kein Blut ist. Also nicht schimmern, sondern mehr so glänzend. Also so nass, feucht, glänzend. Ich reibe den Halbling an dieser Substanz. Alberich, genau. Du bist doch eben resistent gegen Gift. Willst du vielleicht Entschuldigung, eine einzige Info nur. Und zwar, das Blut ist noch relativ frisch. Mhm. Gut, also gebe ich dann mal so weiter. Wahrscheinlich ist das, also es wird wahrscheinlich ein Viech gewesen sein. Wie groß ist denn der Zahn, den ich finde? Na, ein bisschen zoll, so. Also ich sehe ja gerade nichts, ich habe keine Kamera. Also ich habe die Kamera. So lang wie dein Zeigefinger wahrscheinlich, oder? Ja. Okay. Spitze. Ja. Gut, also, ja. Scheint wohl eine etwas größere oder ein relativ großes Viech gewesen zu sein. Und wie es aussieht, wurde er halt dann getötet, ja noch nicht, aber angegriffen und auch in einem mit einem Biss wohl erledigt. Und so frisch wie das Blut ist, ist es wahrscheinlich noch hier irgendwo in der Nähe. Die Frage ist, warum haben wir es noch, hat es noch nichts angegriffen und warum haben wir es noch nicht entdeckt? Wahrscheinlich verdaut. Wahrscheinlich noch am Kauen. Ja. Was ist das für eine Substanz, die da noch drauf war? Genau, das, da ich mich das nicht traue anzufassen, ich gucke mal, ob ich irgendwo einen Stock, oder ich habe, klar, Stock gibt es ja in der Nähe, wir haben das Gebüsch da unten. Ich würde mal einen Stock oder zwei. In einem Wald keinen Stock zu finden, wäre auch komisch. Ja. Ich sehe den Stock für lauter Bäumen nicht, das ist, analysieren das. Wir später nach. Oder so, ja. Hat irgendwer von euch den Zaubergifter entdecken? Ich glaube nicht. Moment. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass der Dungeon Master Guide bzw. Player's Handbook sagt, bei Tränken oder Substanzen kann man, wenn man ganz eine minimale Portion nimmt, dass die dann da mal sagen kommt, was es ungefähr ist, wenn ich mich richtig erinnern kann. Das sind die Regeln zum Identifizieren von Zaubertränken. Also okay, stimmt. Ja. Das okay, kannst du inmittel einer kurzen Rast, kannst du irgendwie dran nippen und somit identifizieren. Okay, never mind. Ich bezweifle, dass sich das irgendwie zum Identifizieren von Giften Da wäre Maramros jetzt ganz praktisch gewesen. Oder sowas. Nach der kurzen Rast, er liegt tot da. Ja, das Gift ist tödlich. Also wie gesagt, ich würde dann mir halt irgendwo einen Zweig holen, ein bisschen was von der Substanz. Erstmal gucken, wie der auf die Substanz reagiert, der Zweig, wenn ich da mal dran stupse. Der reagiert dadurch, dass jetzt ein bisschen was von der Substanz auf dem Zweig ist. Okay. Ich kram mal aus meinem Bag of Holding und passiert? Ein kleines Fläschchen ab. Ja, genau. Genau, ich kram mal so ein kleines Fläschchen raus und tu da mal so ein bisschen in das Fläschchen abfüllen. Das ist nicht so voll, also nicht, dass der denkt, das ist komplett vollgeschmiert mit dem Zeug. Mhm. Das ist bloß an so ein bisschen außenrum. Minimal. Also so viel bekommst du da in die Flaschen rein, Flo. Ja gut, der ist gerade wahrscheinlich mit seinem Bruder beschäftigt. Ich zaubere Shape Water und lasse das Wasser, also die Flüssigkeit vom Stock in die Flasche fließen. Okay, du hast jetzt ein paar Tropfen rätselhafte Flüssigkeit. Ich kann auch mal versuchen, ob ich mit Shape Water diese rätselhafte Flüssigkeit irgendwie, sofern Shape Water auf dieser rätselhaften Flüssigkeit funktioniert. Ich würde mal sagen, ja. Ein bisschen was von der Umgebung hier in die Flasche fließen zu lassen. Definiere Umgebung genauer. Willst du das Blut von dem Hirschen oder diese rätselhafte Substanz, okay, Aranis, ja, mir zeigt.
Also ihr, wenn, sagen wir mal so, ein Fläschchen ist ungefähr so 5 cm groß. Ungefähr, ihr könnt so fingerbreit gefüllt sein. Ja, genau. Wenn man es identifizieren genau. kann. Genau, genau. Finde gut. Genau so. Jo. Hm. Dann will ich mal sagen, wir sollten hier aufpassen. Mhm. Unsere Reise fortsetzen und mal bei Gelegenheit mal das Ding untersuchen, was es überhaupt ist, was wir da gefunden haben. Ja. Diese Zähne und das. Diese Flüssigkeit, ja. Mhm. Schreiben wir es auf unsere To-Do-Liste. Ja. Mhm. Ich guck mir den Zahn mal an. Ist da irgendein Kanal drin, dass eventuell das Gift durch den Zahn rausgegangen ist? Kann ich da irgendwas erkennen? Du kannst mir einen Nature-Check geben. Ein was? Einen Nature, Natur. Okay, danke. Hm? Alternativ Medicine. Oh, gut. Kommt das Gleiche raus? Nein, nix. Gut. Dagegen. Nichts zu sehen oder ist nichts da? Also wenn nichts da ist, kann man es auch nicht sehen, würde ich sagen. Ja. Also es ist, du denkst nicht, dass es durch den Zaun verabreicht worden ist. Mhm. Eichel. Gut, dann würde ich sagen, setzen wir unseren Weg fort. Was okay. Ein bisschen vorsichtiger, da wir nicht wissen, was hier kreucht und fleucht. Mhm. Aber vorsichtig, setzen wir unseren Weg vor. Das ist der grüne Drache. Aber haben die nicht eine andere Abenteurergruppe getötet? Noch nicht. Nicht, dass wir. Nicht, dass, also, nicht nach meinem letzten Wissensstand. Nee. Und frohen Mutes und doch gewappnet setzen unsere Helden die Reise fort. Okay. Mit einem toten Elch auf der ersten Kill-Liste von Aranis. Ja. Ja. Wie viel XP gibt's? Toten. Ein. Der hat ein HP gehabt, der hat ja. ein XP. Ja. Okay. Das macht den Level-Up aus. Ja. Andreas, bloß Ding, wir machen jetzt Level-Ups nicht mehr nur XP, sondern noch Meilensteine. Ja, das. Alles. Okay. Okay. Okay, wo wollt ihr jetzt lang gehen? Weiter Richtung Hochtal. Ja, genau. Zeichnen Sie mir mal bitte einen Weg. Bitte einmal Weg einzeichnen. Ihr seid aktuell da. Ja. Okay. Ja. Dann würde ich mal sagen, so wahrscheinlich. Ja. Okay. Ja. Also ihr nähert euch, also ihr kommt an dieser Stelle hier vorbei. Ja, an dieser Grotte. Das ist tatsächlich so wieder so ein Eingang gewesen ins Underdark, der allerdings schon von einer anderen Gruppe anscheinend verschlossen wurde oder von der Stadtwache, seid euch nicht sicher. Mhm. Aber der ist zum Einsturz gebracht worden. Der ist dicht. Der ist dicht, genau. Dann müssen wir uns einen Kopf drum machen. Lass uns ihn wieder öffnen. Hm. Level XP Form. Gut. Ja, okay. Keine weitere wollt ihr damit interagieren irgendwie? Untersuchen? Albrecht hat da keine Aktien drin. Okay. Kein Problem. Die sind jetzt im Underdark, die sind gut, wenn die zu sind. Hm. Okay. Und der ist zu. Also ist er gut. Okay. Simple Logik. Alles klar. Dem ist nichts hinzuzufügen. Okay. Genau. Alles klar. Dann bewegt ihr euch Richtung Steinbruch. auf dem Weg zum Steinbruch, der Wald ist immer noch unnatürlich leise, also man hört nichts. Aranis, dir fällt auf, dass diese Spuren von diesem Hirschen, ich würde mal so sagen, die ist vom Steinbruch weg und du siehst auch, wie die Spuren kurz vor dem Steinbruch, der Anfang der Spuren des Elchs vor dem Steinbruch enden. Moment mal, man hört nichts. Man müsste doch das Hämmern und Schlagen im Steinbruch hören, wenn da gearbeitet wird. Man hört nichts.
Als ob in den Zeiten noch gearbeitet werden würde. Auf dem Feld haben wir gearbeitet. Nachmittag. Die Sonne steht noch oben. Ich meine also nicht Uhrzeit, ich meine die generellen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Also sagen wir so, auf dem Feld haben wir gearbeitet, das wisst ihr auch. Ja, aber Nahrung gut, die Felder brauchen wir ja auch, das braucht man nicht unbedingt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Hochtal seine Befestigungen ausbauen will. Und dafür brauchen sie was? Genau Steine. Danke. Mhm. Also, können sie auch aus dem Gebirge holen. Oder aus den Minen. Ja, ja, mal reinschauen. Ja, aber es ist immer einfacher, im Steinbruch zu arbeiten, als in den Minen. Wenn du wirklich nur Steine haben willst. Dann ist ein Steinbruch immer einfacher als Minen. Das ist weniger Aufwand. Besonders, wenn es halt schon... Du bist der Zwerg, du musst das wissen. Wenn im Steinbruch nicht gearbeitet... Moment, wir waren doch erst gestern noch in der Stadt. Sollte im Steinbruch gearbeitet werden? Habt ihr da noch gefragt? Generell, ich sag mal so, ich habe so nach generellen Neuigkeiten gefragt. Also wenn der Stadtrat veranlasst hat, dass irgendwas neu gebaut werden soll, was repariert werden muss, dann ist die naheliegende Lösung, dass hier Steine geholt werden. Also wenn das heißt, dass die generelle Neuigkeiten, wir haben x Monster im Steinbruch, der Steinbruch wurde außer Betrieb gesetzt, wäre das auch eine Neuigkeit. Wir machen aber keine Neuigkeiten. Ihr habt nichts gehört in die Richtung. Okay. Weiß ich nicht. Hast du Also hast doch deinen Kli, du hast doch deinen komischen Vogel, oder? Lass den doch mal da rein, mal drauf gucken. Corvo, schau doch mal eben nach. Ja, wir gehen in der Zwischenzeit weiter, bis Corvo zurück ist. Okay. Hat der eine maximale Reichweite? Wie weit der vorausfliegen kann? Er kann nur über 100 Fuß, glaube ich, mit mir kommunizieren. Aber er kann darüber ganz normal von sich aus hinweg. Okay, und bis in was für ein... Du glaube, du kannst auch mit dem durch seine Augen durchschauen, ne? Ja, aber halt auch nur im bestimmten Rahmen. Das... Okay. Ich würde ihn einfach vorschicken, und er soll schauen, was los ist, und uns dann berichten, was er sieht. Okay. Also du... wahrscheinlich mehr als ich. Okay. Also du schickst ihn voraus, und nach, sagen wir, 100 Fuß, glaube ich, was... bricht die Verbindung zu ihm ab, deine telepathische mit ihm. Ich glaube, das ist 100 Fuß fahren, ich weiß jetzt auch nicht aus. Aber sagen wir so, er sei weit genug von dem entfernt, dass das definitiv nicht mehr in Reichweite ist. Out of range. Out of range, genau. Ja. Flattert voraus. Und irgendwann so nach, ich sag mal, von der Gegend, wo ihr jetzt seid, vielleicht so 10 Minuten. Nach 10 Minuten verbricht die Verbindung ab. Komplett. Du spürst, dass deine Familie nicht mehr auf dieser Ebene ist. Da scheint doch irgendwas zu sein. Was willkürlich Raben angreift. Unsichtbare Raben. Oder? Nein, dass er unsichtbar war, habe ich nicht gesagt. Achso, ich dachte, das wäre so ein Ding. Das wäre sein Standard-Gimmick. Ja, das war die Intention, aber ich habe es nicht gesagt, deswegen akzeptiere ich das. Aber dass er zumindest als Rabe war, das sollte standardmäßig sein. Ja, aber das hat einen Grund, warum. Ja, da die ganzen anderen, da hier sonst keine Vögel unterwegs sind, ist das die wahrscheinliche Ursache. Da hat sich jemand einen Snack erlaubt. Na, Rappi, ich muss mir nachher nochmal mit Geld von dir leihen. Oh, keine Dinge. Ich verwalte die Kasse. I'm asking again for your support. Ja, das heißt für uns, dass wahrscheinlich, was immer diesen Elch erledigt hat, jetzt sich im Steinbruch breit gemacht hat. Gehen wir nachsehen oder nicht? Ja, ich meine, Entscheidung überlasse ich euch. Ja. Ich meine, wir wissen eigentlich nicht, was es war. Wir wissen, dass es groß ist, es hat große Zähne und es ist giftig. Und es ist nah an Hochtal. Ja. Und wahrscheinlich hat es die Leute... wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es irgendeine komische Substanz auf. Und wahrscheinlich hat es die Leute im Steinbruch gefressen, weil die wahrscheinlich leichte Beute waren. Die haben ja höchstens eine Spitzhacke gehabt, aber bestimmt keine Rüstung oder keine große Kampferfahrung. Ja. Mein Vorschlag wäre, wir machen einen kleinen Bogen außenrum und gucken mal, ob wir in Hochtal Informationen kriegen, weil ungewappnet und uninformiert... Ja, das ist die bessere Idee da. Das ist richtig. Also, wir schlagen einen Bogen in den Steinbruch und gehen danach. Moment, nach dir.
Der Erzmagier hatte doch gemeint, dass irgendwo überall in der Umgebung plötzlich Portale auftauchen. Oh. Vielleicht ist da beim Steinbruch irgendwie so ein Portal. Das könnte natürlich sein. Mhm. Und dann ist Corvo vielleicht einfach nur durchgeflogen. Das ist sehr gut möglich. Kannst du mit dem, also ich glaube wahrscheinlich zu weit weg, mit dem Eye of Truth irgendwas sehen? Nur wenn unsichtbar ist, aber es ist jetzt kein Weitsichtspruch. Das Monokel der Ununsichtbarkeit. Nicht das Eye of Truth. Ich würde sagen, wir schauen uns das vielleicht doch mal an. Einfach nochmal hingehen, gucken, schleichen, vorsichtig sein und dann werden wir noch entscheiden, was los ist. Jo. Jo. Ja, dann machen wir das mal so. Okay. Also ihr wollt direkt schleichen hingehen. Schleichen wir uns da langsam hin. Also es sind nur 10 Minuten bis dahin, okay? Ich sag's bloß. Ja, wir schleichen, wir trotzdem schon mal anschleichen. Okay. Dann gibt jeder, der schleichen will, bitte einen Stealth-Check. So Probeschleichen am Anfang. Super, wenn ich schleiche, weil ich mach nur Klonk, Klonk, Klonk. Klonk, Klonk. Ich kann mich amüsieren, aber es wird nicht hübsch. Ja, dann machen wir nochmal. Klonk, Klonk, Klonk. Gehört. Gut. Wow. Okay. Ja, genau. Okay, also ihr schleicht durch. Also ihr denkt, dass ihr euch hinschleicht Richtung Dings. Steinbruch. Der Steinbruch ist von Holzwall umgeben. Soll anscheinend keiner reinkommen. Man hört immer noch nichts. Also niemand umgefugt ist. Bitte? Sieht man irgendwie in der Luft da drüber irgendwas? Nö. Wie hoch ist diese Holzwand? Boah, wow. So gute 4 Meter schon. Na okay, genau, das bringt nichts. Alvarez, kannst du den Halbling hochwerfen, dass er drauf gucken kann? Hatte ich auch gerade dran gedacht. Ich auch. Schmeiß den Halbling! Und wirf den Halbling hoch! Wirf den Halbling hoch! Ist diese Holzmauer komplett dicht oder sind da so ein paar Schlitze drin, durch die man durchgucken kann? So ein Astloch. Die ist aus. Also die ist gezimmert, die ist dicht. Da kommt nichts durch. Die scheint auch. Warum zum Eingang? Naja, da ist nicht viel anderes übrig. Dann gibt's noch nochmal einen Stealth-Check. Moment, einmal das. Karton, Karton. Und einmal das. Das wird immer schlechter. Ich, ja, tatsächlich ich auch. Karton, Karton, Karton. Ich würde immer besser. Egal, wahrscheinlich kein Unterschied. Also wir haben jetzt, okay. Habt ihr jetzt alle gewürfelt? Glaub. Ja, okay. Ihr habt auf Fingerfertigkeit statt auf Stealth gewürfelt, aber ansonsten. Da habe ich mich verklickt, du bist der gleiche Modifikator. Es kommt auf Survey raus, oder? Ja, sag ich doch, ihr bist der gleiche Modifikator. Oh, ich bin bei einer soliden 19. Das ist einfach Fingerfertigkeit, so schnell ein Tuch über dich drüber werfen. Ja. Seid direkt übereinander, da habe ich mich einfach nur verklickt. Ja, genau. Karton, Karton. Okay, ja. Okay, alles klar. Ihr steht jetzt vorne an der Eingangstür. Beziehungsweise... Steht vor der Tür niemand. Nö. Ich zieh mal den Bogen. Okay. Ich mach mal bereit. Ich ziehe meine Waffe. Ach, ich hab keine. Ich würde mal vorsichtig an die Tür rangehen und gucken, ob die Tür sich öffnen lässt. Drückst du oder ziehst du? Ich würde erstmal den Griff runterdrücken und dann einmal so leicht rütteln. Bloß damit ich richtig verstehe. Das ist nicht bloß eine Tür, das ist so ein Ach so, fast ein Tor. Schon Tor. Ja. Ach so, ein Tor. Wie bei Asterix bei dem Dorf. So ja, so ein bisschen.
Plus ich würde einmal vorsichtig drücken, einmal vorsichtig ziehen, zu gucken, in welche Richtung es aufgehen würde tendenziell. Okay. Du drückst, geht nicht auf. Du ziehst, geht nicht auf. Versuch mal zur Seite zu geben. Mhm. Dann versuch ich es mal. Genau, dann versuchst du zur Seite zu schieben. Rührt sehr nix. Nach oben zu heben. Rührt sehr nix. Ich glaube, das ist verschlossen. Sieht man irgendwo ein Schlüsselloch? Nein. Kann man zwischen die Türen durchsehen, um zu sehen, ob da so ein Balken ist? Nein. Gehen wir nach Hochtal. Wir kommen da nicht rein. Jetzt gebe ich euch irgendwas, wo so mal kein Counter ist zum Draufhauen, wo so mal ein bisschen was machen könnt. Du kannst auf die Tür draufhauen. Und schon wird aufgegeben. Ja, dann können wir eine Räuberleiter hier. Wir machen mal eine Räuberleiter und gucken. Wir hätten ja auch noch hier, wie gesagt, Dings Hanfstrick oder so Hanfseil und. Ah ne, ich glaube, hab ich Kletterhaken? Sollte eigentlich. Ich würde halt nicht auf die Tür draufhauen, wenn ich weiß, dass dahinter irgendwas ist, was uns umbringen will. Das weiß ja dann, dass wir da sind. Wir können ja drüber gucken. Wäre die Idee. Ja, das bringt nichts. Ich hab damit mit dem Viech keine telepathische Verbindung. Haben wir Freiwilligen für die Räuberleiter? Boah, ich nütze dabei halt nicht viel. Kann eher nach oben gehen. Die ist nicht mehr zu stark, aber relativ geschickt, kann gut hochklettern, theoretisch. Ja, dann kann ich mich dann sozusagen auch bei Albrecht, dann stelle ich mich bei Albrecht auf die Schultern und drücke nochmal nach oben, so die paar Zentimeter, was ich bieten kann. Ich weiß nicht, wie viel das bringt. Ich glaube, es ist da schwieriger, die Balance zu halten, als wenn wir das einfach zu zweit machen. Ja, da bin ich nicht so hilfreich, da bin ich zu groß. Ja gut, ich bin ja, glaube ich, noch relativ groß. Ja, oder? Oder verhältnismäßig. Also ganz unten Albrecht, also, darüber dann Nachapier und da steht sein Glied drauf. Also ich sag's euch, das Tor ist auch 4 Meter hoch. Dann könntest du mal ein bisschen jetzt rechnen. 4 Meter. 4 Meter. Mhm. Na gut, 1,70, ja wohl, die 1,80. Ich kann ja wahrscheinlich die Spitze von diesem Tor, also diese Oberseite von dem Tor so sehen, von hier unten. Ja. Also ich kann ein Achtel höher abbrechen. Klee schaut da mal nach oben, bin gleich wieder da und verschwindet in einem kleinen Schattenrauch. Und zauber einen Misty Step, um mich 30 Fuß noch da oben zu teleportieren. Okay. Um oben auf dem Tor zu landen. Okay, du bist jetzt auf einem Tor, das 2 Zentimeter breit ist. Ja, so halt sitzend und so ein bisschen Balance halten. Ich versuche zu balancieren. Okay. Ich glaube, die Alternative wäre halt gewesen, dass irgendwie sich entweder ich oder Eldritt nach unten stellen und dann von oben. Das ist jetzt schon passiert. Ich der obere halt oben. Einer den Halbling dann hochwirft. Das sollte ja auch über 4 Meter gehen. Mal gerne Frage, was würdet ihr bei Balancieren nehmen? Wahrscheinlich Geschicklichkeit, ne? Akrobatik. Akrobatik. Ja, finde ich gut. Passt. Acrobatics. Ich habe erst heute meinen Fleißball weggenommen. Ja, okay, also. 24. Also du bist erst ein bisschen überrascht, du hast eigentlich erwartet, dass das Tor ein bisschen breiter ist. So streckst du die Arme aus auf einem Fuß, balanciert noch so ein bisschen. Du findest auch... Das Tänzertraining macht sich bezahlt! Ja, genau. Also du, Glee ist überraschend grazil auf dem Tor unterwegs. Sehe ich von hier oben irgendwas? In welche Richtung? Ja, im Inneren. Ja. Du siehst, wenn man sich so einen Steinbruch vorstellen kann, in der Mitte kreisrund, oder fast kreisrund, am Rand einen Weg nach unten gehend, verlaufend, und du siehst die Mitte des Steinbruchs. Und du kannst es nicht genau erkennen, was da ist, aber da scheinen verschiedene Sachen zu liegen. Und auch alles ein bisschen... Gib mal einen Perception-Check. Ich weiß, da bist du gut drin. Eine 4. Da glänzt irgendwas. Sagen wir so, du siehst den...
du hast ein bisschen die Sonne in den Augen, aber du siehst, da geht, streicht das, was ich gerade gesagt habe, du siehst den Weg nach unten laufen und in der Mitte einen etwas größeren Bereich. Das siehst du, mit 4. Also den Weg wirst du nicht übersehen, aber alles andere, ja. Hey, ich versuche mal vorsichtig beim Tor runter zu klettern. Okay, dann gib mir mal einen Athletics-Check. Ich bin heute nicht gut in Englisch. 13. Ja, okay, also mit ein bisschen Probleme, also du bleibst manchmal irgendwo ein bisschen hängen. Du kommst runter. Ich schau mir das Tor einmal von innen an, ob ich irgendwo einen Riegel sehe, der zur Seite geschoben werden kann, dass man es öffnen kann. Ich könnte deine 4 wieder das Tor aufmachen kann. Ich könnte wieder deine 4 bei Perception nehmen und sagen nein, aber direkt vorm Tor. Eben, so ja. Also du siehst so einen ähnlichen Balken wie bei euch in der Festung. Ich versuche mal den Balken zur Seite zu heben und wegzumachen. Oh, der ist schwierig. Der ist schwer. Also dafür brauchst du nochmal einen Athletics-Check. Weil den kriegst du da einfach so weg. Lee, wie sieht's aus auf deiner Seite? Na, 16 reicht nicht. Der ist verdammt schwer. Du denkst da, also für den braucht man mindestens eigentlich 3 Leute. Ey, machen wir so, ich habe eine Idee. Wir haben doch Seil dabei. Ja. Wir schmeißen jetzt das Seil oben drüber, Glee macht es fest und wir ziehen von der Seite. Ja. Genau, machen wir gute so. Gute, ja, sollte passen. Einen auf meiner Seite festhalten und ja, heppen, ne, gucken wir mal. Genau, und Glee kann auf der anderen Seite einfach noch dann gegendrücken, ja, das sollte passen. Los, ich zauber einmal kurz Silent Image hinter mich, um so ein Bild von dem Tor aufzustellen. Okay. Und mich quasi so zu verdecken, falls irgendwas von hinten okay. hinschaut. Okay, alles klar. Also ich sehe hier den Weg nach unten und einen Balken. Und den Balken kriege ich nicht weg. Ja, pass auf, wir machen Folgendes. Wir werfen dir jetzt gleich Seile rüber und du machst die fest, dann versuchen wir es zu dritt. Okay. Du in der Mitte, Narapi und ich an jeweils einem Ende. Ich zaubere gerade noch still auf das Tor. Je nachdem, wie laut das wird. Okay. Davor oder nachdem das gesagt wird? Nachdem es gesagt wird, natürlich. Okay. Alles klar. Also der Wald, der jetzt gerade leise war, wird noch leiser. Ihr hört gar nichts. Also Glee, du bist auf einmal taub. Du hörst gar nichts. Moment, machen wir es vom passenden Ambiente. So. Glee holt einmal wieder ihren Kupferdraht hervor, hält ihn auf die andere Seite des Tores. Und zaubert Message, wart ihr das oder ist irgendwas anderes passiert, weshalb es plötzlich so still ist? Das ist unsere Ursache. Das waren wir. Ihr hört eh nichts, weil das verbale Komponente hat, das kann ich nicht zaubern, wenn das still ist. Also. Wir sehen Klee den Kupferdraht anschauen und ohne Ton zu verbalisieren, aber es funktioniert nicht. Einen Kupferdraht wieder wegstecken. Mhm. Einfach auf die Seile warten. Ja, dann fliegen 2 Seile wahrscheinlich irgendwann über das Tor. An etwa einem Ende des Balkens. Jeweils an einem Ende. Ja, ich mach die Seile fest. Okay. Dann geben wir mal einen Slide of Hand. Wie gut du das fürs Morgen kannst. Seil 1. Seil 2. Okay, also du du zuchst das Ganze fest. Also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite du erwartest, das sitzt gut. Sie überlegt kurz, wie sie das denen mitteilen kann, dass das geschehen ist.
Ja, wir sagen, warten einfach zweimal dran. Ja. Okay. Dann also ihr berührt. Seht auf der anderen Seite zweimal das Seil ein bisschen anziehen. Okay, ich fange an, mit den Fingern nach ab hier runterzuziehen. Moment, wer zieht an was? Ich ziehe an einem und... Und ich ziehe am anderen. Okay, ihr zieht zu zweit, okay. Ja. Alles ich klar. Jetzt nach ab hier rüber. Die stellen sich einfach von innen an, das Teil und die ganze Zeit abdrücken. Flo, Kopf oder Zoll? Kopf oder Zoll? Kopf. Kriegst du das gut oder schlecht festgemachte? Okay, du bist links. Dann geht's mal bei den Athletics-Check. Komm schon, mein stärker Lack. Soll Klee auch nochmal würfeln von innen? Von innen versucht, das Ganze hochzuheben. Du kannst es gern probieren, aber du weißt halt nicht, wann sie ziehen. Ich bin gerade... Ich bin die ganze Zeit am Hochdrücken. Also, ja gut. Ja, dann mach mal du einen Athletics-Check. Ich bin gerade so froh über ein Halfling-Luck-Feature. Ja. Warum ist die 1 nochmal rerollt, man? Ja. Okay. Okay. Also, Narapir, Alberich, ihr zieht's an. Narapir, du erwartest eigentlich einen Widerstand. Du setzt dich voll auf den Boden. Und Glee, du siehst auf der einen Seite, wie das rechte Seil so den Abgang über die Wand macht. Es hast anscheinend nicht gut festgemacht. Glied, du hast irgendwie keine Kraft mehr in den Händen. Und Alberich, du ziehst, du kannst einen Balken. Du merkst, er gibt ein bisschen nach, aber ganz raus bekommst du ihn nicht. Der ist ziemlich schwer. Du erwartest, dass der von mindestens 3 Leuten eigentlich gehoben wird. Genau. Ich nehme kurz einen Stift und Papier. Schreib drauf, nächstes Mal bitte besser festmachen, drück das Papier und das Seil Eldred in die Hand, mach mal. Nach dem Motto. Und gestikuliere, dass ich das also da bitte rüberwerfen soll. Ich guck verwundert, ich halte das Seil so ein bisschen hoch. Glaube ich, keine verbale. Dann erscheint eine andere Hand von oben, greift das Seil. Und legt's rüber. Also, das Ende natürlich rüber. Okay. Also das Ende ist wieder auf der anderen Seite. Ich kann dein... Moment, kann ich deinen Stift nehmen? Klee. Nimm das Seil. Bindet so halbwegs um den Stamm rum. Nimmt in ihre Wasserflasche. Und zaubert Shape Water, um das Seil am Stamm festzufrieren. Sehr schön, kreativer Einsatz von Spells. Sehr schön. Okay, der sitzt gut. Das Seil sitzt echt gut. Und das gleiche mache ich nochmal am anderen Seil. Okay, alles klar. Du hast 2 vereiste Seile. Jetzt rutscht halt beim Hochdrücken weg. Hol ich so ein bisschen Filz davor, reib das, mach eine Handbewegung in die Luft und ihr seht oben über dem Tor ein Schriftzug bereit erscheinen. Das ist aber meine Illusion. Okay. Alles klar. Dann dürft ihr mir jetzt alle mal einen Athletics-Check geben mit Advantage. Weil jetzt soll es so funktionieren. Meine Herren. Tun wir tippen mal auf sollte. Sollte. Alle 18? Ja, fast. Okay, also es... Okay, da mal. Okay, ihr schafft es zu dritt, den Balken so weit hoch zu hieven, dass er zumindest aus den Haken heraus ist. Aber viel mehr als so ein Zentimeter über das Ende der Haken bekommt es nicht drüber. Da reicht eure Kraft nicht. Das könnte ja reichen. Ich versuche es dann, wenn es über den Haken ist, nach hinten zu ziehen und einfach nur von der Wand wegzuhalten und zauber nochmal mit der anderen Hand zauber ich nochmal meine Illusion loslassen über das Tor. Okay. Loslassen,
Okay, wir lassen los. Okay. Also der Balken kracht nach unten, du kannst gerade noch so die Zehenspitzen einziehen. Kracht lautlos nach unten. Kracht lautlos nach unten. Sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Also du bist ja relativ sicher, dass da so ein Zehennagel dran glauben musste. Aber der Balken ist weg. Pediküre für umsonst. Mhm. Dann machen wir jetzt das Tor auf. Okay. Alles klar, Tor ist offen. Wir stehen vor einem noch einem Tor. Es geht übrigens nach innen auf. Mhm. Also zu Glee hin. Das bedeutet, Glee geht zur Seite. Okay. Das bedeutet, es wird ziemlich schwer aufzuschieben, weil wir den Holzbalken da mitschieben. Nö. Ja, aber tatsächlich stehen wir ja noch vor einem Tor, weil Glee ja das Image gezaubert hat. Nee, das hat er hinter sich gezaubert. Also ihr steht auf einmal, als ihr die Tür aufgeht, stimmt, steht sie auf einmal vor noch einem Tor. Aber einfach nur so einem Tor. Ja, genau, die steht einfach bloß da. Du wirst ich schau das mal etwas verwundert an. Wenn wir Ton hätten. Ich caste meine Illusion zu Glee. Was hast du? Daumen hoch. Wir haben eine neue Art der Kommunikation entdeckt. Ja. Nonverbale Kommunikation, ja. Unsere anderen Gruppe hat das absolut nicht gut funktioniert, weil unser Meister uns halt dann auf Intelligenz hat würfeln lassen, ob wir die Handzeichen verstehen und da ist halt nicht viel bei rausgekommen. Ja, schon, aber wenn sie es hinschreiben, da brauchen wir Handzeichen. Ja. So. Naja, ein Handzeichen wie Daumen nach oben versteht jeder. So, das wird so. Naja. Schieb ihn dir hinten rein. Genau. Das ist wie dieses Zeichen beim Italiener. In allen anderen Dingen heißt es okay, bei einem Italiener heißt es Arschloch. Ja, oder bei den Chinesen, wenn du sagen willst, wie so ein Deutscher, so zwei Bier bitte, bestellst du sieben. Ja, genau. Weil das ist halt auch nicht schlecht. Das ist der gleiche Unterschied wie das amerikanische also drei. Das ist der zehn und das fünf. Und das deutsche drei, so. Mhm. Ja. Was ja bei den Gläubigen passt, das alle gesehen verwirrt, hat. Weil sie keine Webcams haben. Ja. Richtig, ja. Finde gut. Drei Bier vor vier. So. Aranis, willst du euch dann vielleicht mal vorstellen und schauen, was in dem Loch drin ist? Wir sind hier vom Sägewerk, ne? Mhm. Gut, dann mache ich nochmal einen Heimlichkeitscheck und guck mal, ob ich da irgendwas erkennen kann. Okay, dann gehen wir mal ins Testcheck. Na, okay, während der Wartezeit habe ich dir auch was aufgemalt. Ich habe es unten auf die Karte gemalt. Okay. Du fühlst dich relativ versteckt. Ah, ich würde aber auch auf der offenen Fläche. Ich würde aber auch mit vorgehen. Okay. Wohl, ich habe halt ja auch noch dieses. Habe ich das schon? Als Waldelf kannst du dich zumindest mal verstecken, wenn du auch nur teilweise verdeckt bist. Ja, Deckmantel des Waldes, das war's. Deckmantel der Wildnis, genau. Du kannst es versuchen, dich zu verstecken, selbst wenn du leicht durch laubstarken Regen, Schnee, Nebel oder andere Naturphänomene verdeckt wirst. Genau, und ich verstecke mich einfach hinter Aranis mit meinem Stealthy-Feed. Okay. Und ich kann mich nämlich hinter größeren Kreaturen verstecken. Okay. Alles klar. Also wer ihn nicht sieht, sieht dich auch nicht. Ja, das ist irgendwie sehr interessant. Hide behind bigger creatures. Okay, ihr seid jetzt. So, ich stelle mir das gerade so vor, so Aranis hebt so diesen, wie im Schuh des Manitou, diesen Busch vor sich. Ja. Und hast du so hinten dran so einen kleinen Halbling, der sich hinter den Busch versteckt. Bist du bei hinter den Elfen, der den Busch hat. Mhm. Und im Hintergrund die anderen drei hinter ihrem Kopf so seitlich aus dem aus der Tür verdecken. Hinter dem illusionären Tor. Ja, genau. Bringen. Stecken, kommen drei so Köpfe raus. Bing, bing, bing. Okay. Gut, dann, was sehen wir da drin? Machen wir einen Perception-Check, bitte. Mhm. Aber nur Aranis, weil Narapir steht ja hinter Aranis. Das war's. Du siehst einen kreisrunden Bereich, wo außenrum sich nach unten windend ein Weg schlängelt. Mhm. So kreisrund.
Ja gut, so wie es da so ein bisschen aufgezeichnet ist. Ja, dann Alanis, du müsstest näher an den Abgrund gehen, damit du auch runtersehen kannst. Geh da mal langsam da entgegen. Da ist immer nur Silence drauf, also Glee, das müsstest du wieder per Telepathie machen. Also für alle, die es nicht sehen, Glee versucht gerade zu reden, aber es passiert nichts. Ja, also dann würde ich mich mal nach vorne wagen und gucken, ob ich da etwas mehr sehe. Also entweder in den Strandbruch rein oder halt in den Weg runter, je nachdem. Na, das muss man jetzt sagen. Dann den Weg oder runter. Okay. Dann darfst du mal so auf der Hälfte nochmal einen Perception-Check geben. Ich mache, ich ziehe so einmal am Ärmel von Aranis, mach so einen Daumen hoch, so du schaffst es und gib ihm dadurch eine Bardic Inspiration. Yay. Okay. Du fühlst dich durch den Daumen nach oben sehr inspiriert. Ja, gut. Also auf dem halben Weg nach unten kannst du jetzt nochmal einen Perception-Check machen, wenn es macht. Macht der mit Wahrnehmung? Nee, macht er mit Inspiration. Gut, das war, was war das, ein W6? Ein D8. D8. Na, immerhin. Dann wären wir bei einer 15. Ja, 15 reicht auch. Also du siehst auf den unteren Bereich des Steinbruchs. Und dir ist irgendwie nicht ganz klar, wie du und Glee das beide verpassen könntest. Der Steinbruch unten ist übersät mit all möglichen Skeletten und halb aufgefressenen Kadavern, Knochen und ziemlich blutbedeckt. Ich hab's also, gesagt. Also Glee und Aranis, euch muss irgendwie die Sonne so geblendet haben, ihr habt da unten nicht richtig, vorher nichts großartig gesehen. Ja. Ist ja ekelhaft. Ja, ist es. Aber ich glaube, dann würde ich auch den Silence-Zauber mal wieder sein lassen. Okay. Weil ich scheinbar, also man behindert eigentlich eher nur, dass er was bringen würde. Die Frage ist, was war das? Oder wo ist es? Ja. Aber ich bin nicht in eurer Nähe. Und, das sind das nur menschliche Skelette oder alles Mögliche? Da musst du näher rangehen, okay, um das rauszufinden. Ja, dann. Aber Flo sagt schon richtig an. Ich glaube, es ist auch Zeit, dass wir die heutige Session beenden. Ah ja, genau. In Anbetracht der Zeit. Ja, in Anbetracht der Zeit. Sieht ja ganz gut aus. Dass wir dann einfach nächstes Mal weitermachen. Gut, haben wir wieder ein Mysterium der Leichen bzw. der Kadaver lüften. Nächstes Mal auf den Grund gehen. Genau. Das Rätsel des Steinbruchs. Genau. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag und bis nächstes Mal. Genau. Ciao. Bis denn dann. Ciao. Tschüss.